Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Es ist der nächste Paukenschlag in der ÖVP-Inseraten-Affäre. Festnahme, die beschuldigte Meinungsforscherin ist in Haft. Das löst wohl auch Nervosität bei den anderen Beschuldigten aus. Sondersitzung. Im Nationalrat plädiert der neue Kanzler Schallenberg für Stabilität, wendet sich aber scharf gegen die Opposition. Und Artensterben. Bei der Weltnaturkonferenz beraten 200 Staaten, wie bedrohte Tiere und Pflanzen geschützt werden könnten. Windig und kühl, so wird das Wetter morgen. Die Inseratenaffäre um die ÖVP, Ex-Kanzler Kurz und sein engstes Umfeld ist also um ein Kapitel reicher. Heute wurde die Meinungsforscherin Sabine Beinschab festgenommen, eine der Beschuldigten. Sie steht im Verdacht, Umfragen geschönt und Scheinrechnungen gestellt zu haben. Kurz vor der Hausdurchsuchung Anfang Oktober soll sie die Festplatte ihres Computers gelöscht haben. Die Ermittler sehen Verdunklungsgefahr. Windöbling heute früh. Im Wohnhaus von Sabine Beinschab erscheinen vier Beamte, wie die Nachbarn mitbekommen. Ich habe nur Menschen gehört und bei uns im Haus ist eigentlich immer sehr ruhig, eigentlich nie Lärm, also, und man hat ja damit gerechnet. Im Auftrag der WKSDA wird Sabine Beinschab festgenommen. Gegen 8 Uhr früh verlassen die Beamten mit ihr die Wohnung. Beinschab habe ihre Computerfestplatte kurz vor der Hausdurchsuchung im Zuge der Inseratenaffäre letzte Woche gelöscht. Offensichtlich geht es um den Verdacht der Beweismittelvernichtung. Das bedeutet einmal erstens, dass die Vorwürfe von den ermittelnden Behörden extrem ernst genommen werden. Es sich da echt um schwere Verdachtsfälle handelt. Das ist wohl auch ein Alarmsignal für andere Beschuldigte. Der Geschäftsführerin des Instituts Research Affairs wird Untreue und Bestechung als Beteiligte vorgeworfen. So soll Beinschab ÖVP-freundliche Umfragen gemacht haben, die dann in der Tageszeitung Österreich veröffentlicht wurden. Beweisen will das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit unter anderem diesen Chats. Der Beinschab habe ich gestern noch angesagt, was sie im Interview sagen soll. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Für diese Umfragen soll die Meinungsforscherin Scheinrechnungen an das Finanzministerium gestellt haben, und zwar um rund 600.000 Euro. Ihre Anwältin gibt heute keine Auskunft über die Festnahme ihrer Mandantin. Für Sabine Beinschab gilt die Unschuldsvermutung. Wer weiß, was diese Festnahme noch alles auslöst. Die Inseratenaffäre spielt auf jeden Fall hinauf bis in die Staatsspitze. Alexander Schallenberg ist nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz neuer Bundeskanzler. Und heute hat er sich den Nationalrat vorgestellt in einer Regierungserklärung mit Vizekanzler Werner Kogler. Beide sehen die Koalition wieder auf Kurs und wollen weiterarbeiten. Aber Schallenberg übt heute auch heftige Kritik an der Opposition. In Abwesenheit übrigens von Sebastian Kurz, der das Plenum noch meidet und erst am Donnerstag angelobt werden will. Seite an Seite, Vizekanzler Kogler und der neue Bundeskanzler Schallenberg. Dieser plant eine enge Abstimmung mit seinem Vorgänger ÖVP-Obmann Kurz. Das Regierungsprogramm will Schallenberg weiter abarbeiten. Daher ist es uns als Bundesregierung ein besonderes Anliegen, die ausverhandelte ökosoziale Steuerreform so rasch wie möglich in die Tat umzusetzen. Diese Reform vereinbart steuerliche Entlastung, ambitionierten Klimaschutz und soziale Verträglichkeit. Auch der Vizekanzler verweist auf die gemeinsamen Pläne der Koalition. Stabilität, Verlässlichkeit, Orientierung, genau deshalb. Und in diesem Zusammenhang bin ich wirklich dafür, dass wir aufhören mit dem Sudern, dass wir wieder ein bisschen mehr ins Ruder greifen, das haben wir jetzt vor. Kritik am neuen Bundeskanzler und seinem Vorgänger kommt heute einmal mehr von der Opposition. Diese heutige Regierungsumbildung ist eine Farce. Denn es gibt einen, der als Schattenkanzler weiter die Fäden zieht, Herr Bundeskanzler. Und das sind nicht Sie, das ist Sebastian Kurz. Das Kurz-System regiert weiter. Das ist Family Business as usual. Das ist Einflussnahme auf Ermittlungen. Das ist der Versuch, auf Medien Einfluss zu nehmen. Das ist die Ausschaltung jeder Form von Kontrolle. Das ist doch die türkise Arbeitsagenda. Von den Neos bekommt Schallenberg die Akten der Hausdurchsuchungen. Und Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls der ÖVP. Werfen Sie es nicht einfach so weg. Am Nachmittag entschuldigt sich Schallenberg via Twitter für seinen Umgang mit den Akten. Im Schatten der Debatte stand der erste Auftritt des neuen Außenministers, der Österreichs außenpolitischen Kurs skizzierte. Ich versichere Ihnen,
dass wir weiterhin unsere Stimme erheben werden für friedliche Lösungen von Konflikten am Verhandlungstisch, für die Menschenrechte und Grundfreiheiten. Diplomatische Töne, die in der turbulenten Debatte heute sonst nicht oft gewählt wurden. Ja, die Debatte war vielmehr von Misstrauen geprägt, die sich dann manifestiert haben in Misstrauensanträgen. Einer kam von der SPÖ gegen Finanzminister Blümel, der andere von den Freiheitlichen gleich gegen die ganze Regierung. Aber die sind nicht durchgegangen, diese Anträge, was vor ein paar Tagen wohl noch anders gewesen wäre, bevor sich die Regierung wieder befriedet hat. Trotz des Rücktritts von Sebastian Kurz sieht die FPÖ in der Regierung weiter Korruption um sich greifen. Das zeige etwa die heutige Festnahme von Meinungsforscherin Beinschab. Es lohnt sich heute auch ein Blick in die Gesichter hier auf der Regierungsbank. Die schmalen Lippen, die bleiche Farbe, die Anspannung, die man sieht, wenn Nachrichten aufploppen und einschlagen hier wie Bomben über Festnahmen im Dunstkreis ihres gefallenen Engels Sebastian Kurz. SPÖ und NEOS verlangen den Rücktritt von Finanzminister Blümel nach der jüngsten Hausdurchsuchung in seinem Ministerium. Den Eindruck, den wir haben, ist, dass das System dieser korrupten ÖVP fortgesetzt werden soll. Wir müssen beginnen, endlich diese Sümpfe trocken zu legen. Der Finanzminister kontert, er habe zu den neuen Vorwürfen bereits eine Untersuchung eingeleitet. Den schon 10. Misstrauensantrag gegen sich sieht er gelassen. Weil die reine Anzahl der Misstrauensanträge ja schon zeigt, wie wenig sie von Tatsachen auch wirklich abhängen. Unterstützung bekommt Blümel vom neuen Bundeskanzler. Mutwillige Aktionen, so wie heute, wo man zum wiederholten Male einen Misstrauensantrag einbringt gegen Finanzminister Gernot Blümel, noch dazu jener Minister, der gerade eine der größten Steuerreformen verhandelt hat, das ist beim besten Willen nicht zu verstehen. Auch die Grünen stellen sich hinter Blümel. Er ist nicht als Beschuldigter geführt in diesem Fall und dementsprechend kann ich nicht ganz erkennen, warum jetzt der Misstrauensantrag sich gegen ihn richtet. Letztlich werden beide Misstrauensanträge abgelehnt. Damit hat die Koalition den ersten Härtetest nach der Regierungsumbildung überstanden. Die Opposition kündigt heute aber den baldigen Start eines Untersuchungsausschusses zur gesamten Causa an. An einem Tag wie heute präsentiert sich auch das Parlament anders als sonst. Volle Reihen, engagierte Reden, die Inszenierung selbst von Details wird genau verfolgt. Und sogar ein wenig Volk war heute dabei. Fritz Dittelbacher hat sich für Sie diesen Tag auch abseits der offiziellen Reden angeschaut. Politik hat ja was von einer Bühne und besonders spannend ist es, wenn Darsteller wechseln. Heute ist es wieder soweit. Der neue Außenminister ist von Medienandrang überwältigt, von der Herzlichkeit im Plenum eher nicht. Guten Morgen. Gutes Gelingen. Danke vielmals. Der neue Kanzler ist schon vertrauter mit den Bräuchen, wenn auch noch nicht mit dem speziellen Gruppenhandschlag. Vorhang auf, das Spiel geht los, vorm Parlament aktionistisch. Drinnen. Vor allem fürs Fernsehen. Politik und Medien sind eng miteinander, das haben die letzten Tage gezeigt. Für anderes ist nicht viel Platz. Anton Merkel und Irene Pümpel sind von weit her gekommen, um zuzusehen. Aber es wäre fast daneben gegangen, weil man uns nicht reinlassen wollte, weil so viele Journalisten heute akkreditiert waren. Es hat dann doch geklappt. Zwei Vertreter des Volkes lauschen den Volksvertretern, denen auf der Regierungsbank und denen in den Abgeordnetenreihen. Herr Merkel war zum ersten Mal vor 50 Jahren da. Viel hat sich geändert, sagt er. Der Stil, ja, der Umgang, das Auftreten, also das ist eine. Ich habe nur von mir den Josef Klaus und den Bruno Kreisky. Oder in Oberösterreich den Dr. Gleißen, das war für mich beinahe Gottvater. Heute sind Menschen und Methoden der Politik anders. Also in meiner Jugend, das waren einfach gestandene Politiker, wo viel Erfahrung gehabt haben. Und also ich möchte es denen da nicht irgendwie absprechen, die Erfahrung, auf keinen Fall, oder? Aber es ist halt doch irgendwie für mich anders. Es gibt aber auch heute Momente, die bewegen und versöhnen. Als eine Abgeordnete einen kleinen Schwächeanfall erleidet, kommt Hilfe aus allen Clubs. Unverzüglich. Ja, und dieser Abgeordneten geht es dem Vernehmen nach mittlerweile wieder besser. Den ganzen Parlamentstag hat für uns jedenfalls Claudia Dannhauser beobachtet. Der neue Kanzler betont heute einerseits Zusammenhalt und Stabilität, schießt aber dann doch scharf in Richtung Opposition. Warum hat er das denn so gemacht, gleich bei seinem ersten Auftritt?
Na, es hat viele verwundert, dass der neue Bundeskanzler heute bei seiner ersten Rede hier im Plenarsaal im Parlament derart hart gegen die Opposition aufgetreten ist. Wir haben es in einem vorhergehenden Beitrag gesehen, dass er die Akten zur Hausdurchsuchung, die ihm die NEOS-Chefin überreicht, recht brüsk auf den Boden legt. Er hat dann zwar sich entschuldigt dafür, aber das ist schon ein symbolhaftes Bild. Wer geglaubt hat, dass Schallenberg heute hier als Diplomat, als Brückenbauer auftritt, der wurde enttäuscht. Offenbar sind da die Verwundungen im Umfeld von Ex-Kanzler Kurz, und da zählt auch Schallenberg dazu, derart groß, dass es nur schwerfällt, wirklich einen Neustart zu machen. Spannend wird auch werden, wie es Ex-Kanzler Kurz selbst anlegt. Er ist ja ab Donnerstag dann hier als Clubobmann tätig, und das kann man nicht aus der letzten Reihe diese Position aufführen. Da wird er wohl ein Reibebaum bleiben für die Opposition, aber wohl auch für die Grünen. Ja, und heute gab es auch die Festnahme der Meinungsforscherin. Es wirkt ein wenig so, als wäre diese Affäre längst noch nicht zu Ende. Gibt es weitere Hinweise darauf? Ja, das haben interessanterweise die Grünen hier direkt während der laufenden Debatte angesprochen, dass sie weitere Chats erwarten, weitere Chats zu weiteren Themen. Das ist schon ungewöhnlich, dass man so etwas dem Koalitionspartner während einer laufenden Debatte ausrichtet. Ungewöhnlich war auch, dass die ÖVP-Abgeordneten der Rede des grünen Vizekanzlers zum Abschluss nicht applaudiert haben. Also man sieht schon, Türkis-Grün haben da noch einmal zusammengefunden, aber man kann sich fragen, wie lange das dauert. Dankeschön, Claudia Dannhauser, für diese Live-Analyse aus dem Parlament. In der Tipp 2 ist heute dann der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ zu Gast bei Armin Wolf. Und auch der Report konzentriert sich auf die neuesten Entwicklungen in der Inseraten-Causa bei Susanne Schnabel ab 21.05 Uhr. Und jetzt wechseln wir das Thema. Die Corona-Pandemie, die ist durch diese ganze Affäre ja zuletzt in den Hintergrund getreten. Da und virulent ist sie freilich unvermindert, auch wenn die Lage in Österreich relativ stabil bleibt. Gut 1300 Neuinfektionen werden heute gemeldet. Auf den Intensivstationen liegen 210 Menschen aktuell mit Covid. Für deutlich mehr Schlagzeilen sorgt Corona dahingegen in Großbritannien, Susanne. Ja, ein Parlamentsbericht wirft der Regierung von Boris Johnson da nämlich große, sozusagen tödliche Fehler vor. Statt Lockdown und Ausgangssperren wie in vielen anderen Ländern setzt Großbritannien auf eine schnelle Durchseuchung, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Zu spät wird die Notbremse gezogen. Da steckt das Land schon in einer dramatischen ersten Corona-Welle mit vielen Opfern. Gemessen an der Bevölkerung gab es im Frühjahr 2020 siebenmal so viele Tote wie in Österreich. Bis heute sind in Großbritannien insgesamt fast 140.000 Menschen mit dem Coronavirus verstorben. Viele dieser Todesfälle hätten laut Expertinnen verhindert werden können. Die Mauer der Erinnerung gegenüber vom Parlament. Jedem Covid-Todesopfer ist ein Herz gewidmet. Viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn der erste Lockdown um 1 bis 2 Wochen früher ausgerufen worden wäre, so einer der Untersuchungsleiter. And if we'd locked down even a week or two earlier, we would have saved many lives. Die Regierung kontert, dass man es nie allen recht machen könne. There's no perfect time. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für Lockdowns. Für die einen waren sie zu früh, zu oft und zu lang, für die anderen gerade richtig. Auch das schleppende Anlaufen des Testsystems und die Verlegung älterer Menschen von Krankenhäusern in Pflegeheime ohne vorherige Tests hätten laut Bericht zu der Misere beigetragen. Laut Parlamentsausschuss handelt es sich um das größte Versagen des Gesundheitswesens in der Geschichte des Landes. Die britische Regierung hat zähneknirschend einige Fehler eingeräumt und versprochen, aus diesen zu lernen. Nächstes Jahr soll es zur Corona-Politik auch noch eine große öffentliche Untersuchung geben. China will sich künftig für die Tier- und Pflanzenwelt einsetzen, mag so manchen Umweltschützer verwundern, aber in China findet gerade eine große Artenschutzkonferenz statt. Darüber berichten wir gleich nach den Meldungen. Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde von Justizsektionschef Pilnacek gegen seine Suspendierung abgelehnt. Pilnacek sah seine Suspendierung wegen der auf seinem Handy gespeicherten Daten als verfassungswidrig.
Auch die Beschwerde von Salzburgs Ex-Bürgermeister Schaden gegen die Aberkennung seiner Politikerpension nach seiner Verurteilung ist abgelehnt worden. 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wiener Privatkindergärten haben vor der Votivkirche für bessere Rahmenbedingungen und mehr Personal demonstriert. Gefordert wird auch eine Ausbildungsoffensive und gleicher Lohn wie in den städtischen Kindergärten. Die Tourismusbranche fordert von der Regierung Planungssicherheit und die neue Covid-Verordnung für die Wintersaison, die am 1. November startet. Es fehle die Vorgabe, wo 2G oder 3G vorgeschrieben werde und was auf Weihnachtsmärkten gelten soll. In Deutschland sollen die Sondierungsgespräche für eine Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP bis Freitag abgeschlossen sein. Ziel sei es, bis dahin eine Entscheidungsgrundlage zu erstellen, ob den Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen werden könne. Ob Ziesel oder Koboldmaki, Leopard oder Karettschildkröte, noch gibt es sie. Aber für sie und viele andere Tier- und Pflanzenarten wird es eng auf dieser Welt. Alle 10 Minuten stirbt eine Art aus. Bis zu 1 Million könnte in den nächsten Jahrzehnten unwiederbringlich verschwinden. Das macht die Welt einerseits ärmer, aber kann auch durchaus für uns Menschen bedrohlich werden. In China, das sich bisher ja nicht als großer Umweltschützer hervorgetan hat, findet derzeit eine Weltnaturkonferenz statt. Vertreterinnen und Vertreter aus knapp 200 Staaten beraten darüber, wie das Schlimmste zu verhindern wäre. Es geht etwa um viele Obst- und Gemüsesorten und Felder und Böden, auf denen sie wachsen können. Alles funktioniert nur im Zusammenspiel von vielen unterschiedlichen Pflanzen und Tierarten. Doch viele davon sind in Gefahr. Wir leben in einer Zeit, in der das Artensterben immer schneller vor sich geht. Weltweit sind laut Berechnungen 1 Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Umweltverschmutzung und die Zerstörung von Lebensraum sind Gründe dafür. Bei der Artenschutzkonferenz in der chinesischen Stadt Kunming sucht man nach Strategien, um Pflanzen und Tiere besser zu schützen. Wir brauchen ein globales Schutzgebietsnetzwerk, das seine Funktion erfüllen kann. Das heißt, mindestens 30% der Landflächen müssen geschützt werden, auch in Österreich. Und vor allem in der Landwirtschaft muss sich Naturschutz, ein naturkonformes Wirtschaften lohnen. Es darf keine Schwernis für die Bauern sein. Vorschläge wie diese werden auch bei der Artenschutzkonferenz derzeit diskutiert. Jetzt gehen wir ins Kino. Mit Filmen wie Alien und Gladiator wurde der britische Regisseur Ridley Scott weltberühmt. Jetzt kommt der neueste Film des 83-jährigen Oscar-Preisträgers in unsere Kinos. Das letzte Duell heißt er und ist ein Historiendrama. Die Darsteller Matt Damon und Ben Affleck haben auch selbst am Drehbuch mitgeschrieben. Das spektakuläre Duell zwischen Adam Driver und Matt Damon steht am Ende von Ridley Scotts vielschichtigem Drama. Davor schildert er die Geschichte einer Vergewaltigung aus der Sicht des Täters. Die Anschuldigung ist falsch. Des Ehemanns. Ich fordere ein Duell auf Leben und Tod. Und des Opfers. Jacques Le Gris betrat unser Heim. Er ging auf mich los. Die Story mit Matt Damon zu schreiben hat Spaß gemacht, obwohl der Film ein ernstes Thema behandelt. Die Wahrheit ist nicht von Belang. Es gibt allein die Macht der Männer. Wir haben diese wahre Geschichte nicht nur deshalb verfilmt, weil der Inhalt relevant ist. Wenn der Film das Publikum daran erinnert, was noch immer falsch läuft in unserer Gesellschaft, dann ist das perfekt. Und so entlarvt dieses Historiendrama nicht nur männliche Verhaltensweisen, sondern porträtiert zugleich eine starke, selbstbewusste Frau. Ich riskiere mein Leben für euch. Ihr riskiert mein Leben, um eure Ehre zu retten. Jetzt aber noch ein Happy End. In den USA konnten Wildhüter einen Elch von einer schweren Last befreien, die der jahrelang mit sich herumgeschleppt hat. Das Tier hatte einen Autoreifen um den Hals. 2 Jahre lang und damit sein halbes Leben lang ist der Elch mit dem seltsamen Halsschmuck herumgestreift. Mehrere Rettungsversuche wurden bereits gestartet, aber erst jetzt konnte der Bulle eingefangen und betäubt werden. Den Reifen ist er los, sein Geweih allerdings auch. Das musste abgeschnitten werden, um ihn zu befreien. Und die Jäger können eine besondere Trophäe präsentieren.
Selten hat sich jemand so über einen alten Reifen gefreut, aber am Ende gut, alles gut. Und darauf hofft übrigens auch das österreichische Fußballnationalteam. Und damit sind wir beim Sport. Die Mannschaft will heute in der WM-Qualifikation beim Spiel in Kopenhagen die Erfolgsserie Dänemarks beenden. Das sehen Sie gleich. In einer Wiener Champagnerbar besuchen die Seitenblicke die Kampagne Liebe ohne Gewalt, zu der ein bekanntes Modeunternehmen prominente Unterstützende eingeladen hat. Und in Halle Österreich geht es heute um Nudeln. Die werden teurer und schuld daran ist die Klimakrise. Fürs Klima und damit fürs Wetter zuständig bei uns heute Manfred Bauer. Er meldet sich gleich. Und wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder bei der ZIP dabei sind. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.